Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scania Truck Driving Simulator. Und bevor wir jetzt mit der Mission weitermachen, wo wir gerade waren, würde ich gerne nochmal die Mission machen. Ah, siehste, Madroni hat die volle 500 Punkte. Ah, okay, also in den negativen Bereich kann es gar nicht gehen. Man kriegt dann einfach nur 0 Punkte. Schade. Ich muss aber so, ich will hier 500 Punkte haben. Hallo, Leute, das geht ja gar nicht. Siehst du, was man gucken könnte, ob eigentlich auch, es wird ja aufgezeichnet, ob das auch gespeichert wird irgendwo. Also ob ich auch alte Aufzeichnungen mir angucken kann oder ob ich nur die von der aktuellen Mission mir angucken kann. Das wäre vielleicht nochmal interessant. Manchmal hilft es auch einfach mit Bauchgefühl durchzufahren. Gar nicht allzu lange drüber nachdenken, wie man hier am besten rangiert. Sondern wirklich einfach aufgrund. Ich meine, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, ne, ist natürlich schwierig mit Erfahrung zu arbeiten. Aber gerade wenn du halt vorher schon eine Weile Euro Truck Simulator oder German Truck Simulator gefahren bist, oder halt man das Spiel heutzutage spielt und man vorher schon eine Weile Euro Truck Simulator 2 gefahren ist, dann wirklich einfach mit aufgrund dieser Erfahrung, die man da gesammelt hat, einfach versuchen, hier jetzt durchzufahren. Oh, das wird ein enges Ding. Das wird auch ein enges Ding. Aber jetzt wissen wir ja, wie man die Dinge benutzt. Und auf einmal ist das alles so leicht. Cool. Gut, der schwarze Part ist jetzt der hier. Glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Zumindest ist es immer der, wo ich mich am ehesten aufgegangen habe. Ah, aber diesmal schaffe ich es. Sehr geil. Wuhu, wieder fehlerfrei. Yes. Geht doch. So muss das sein. Keine 1000 Punkte Abzug hier. Das war ja... Nein! Ja, die Kurve. Die habe ich jetzt völlig vergessen, dass da unten eine Kurve ist. Eine Ecke. Egal. So, gut. Naja, was soll's. Genau, Fähre, wie gesagt, wir werden es einmal probieren, ist drin. Gut, ich muss mal, jetzt wo ich weiß, dass man die Tastenzüge ändern kann, noch besser. Ändere ich die Taste mal, wo war das jetzt? Ach, jetzt gibt es die Taste gar nicht mehr. Ach doch, hier. Automatisches Parken. Das war eh nicht. Von daher. So. Ja, ich habe keine Ahnung. Ah, alleine hier bei dem Tor hänge ich mich immer auf. Egal, alleine hier reinzukommen, ist es schon eine Kunst. So, jetzt sollen wir da hinten wenden. Wie soll das gehen? Ich probiere mal jetzt was stupid ist, aber was hätte sogar funktionieren könnte. Alter, wie die Schiffe haben flotten Otto. Ich sag's euch. Das wird nie im Leben schaffen, nie im Leben funktionieren. F
Wie soll das funktionieren? So, ist jetzt hinter mir was oder nicht? Was? Nein, wo denn? Wo denn? Hä? Da war doch gar nichts. Wo bin ich da hängen geblieben? Ach doch, da war so ein komisches Verkehrsschild, ne? Schade. Oh, Alter, das klappt wirklich. Gut, wenn jetzt nicht dieses Verkehrsschild gewesen wäre. Alter, das klappt ja. Leute, guckt euch mal das an. I'm King of the Universe. Nee, hier vorne bei dem Eingangstor. Da habe ich mich schon immer aufgehangen, weil ich immer zu weit rechts reingefahren bin und dann direkt gegengeknallt bin. Und war dann immer so frustrierend, dass ich es dann auch gar nicht mehr weiter probiert habe. Digga, ich schaffe gerade jede Aufgabe. Am Manakholm, was ist denn da los? Oh. Ja. Ich glaube, das war die erste Strecke, wo ich auch angefangen habe zu cheaten. Oh, ah, verdammt. War echt zu knapp. Ja, Physik und so, ne? Wobei, das könnte sogar wirklich sein, wenn ich hinten durchdrehe. Komm, ich melde mich mal normal hier. So, jetzt. Jetzt sollte da genug Platz sein. Oh, ich hab den Nerken Platz. Digga, wie soll das gehen? How? Habe ich hier Platz? Ach ja, doch, hier habe ich Platz. Dann versuchen wir es mal hier. Was? Wo denn? Der lügt. Wie einfach immer der Motor ausgeht. Oh, es wird nie im Leben was. Oh, hier vorne ist auch noch eine Kiste. Verdammt, wenn die hier nicht wäre. Ah, vielleicht schaffen wir es trotzdem. Alter, diese Low-Poly, Alter, was ist das für eine Textur? Wir haben erfolgreich gewendet. Leute, ich bin so stolz auf uns. Okay, ich glaube, ich kann mein privates Profil löschen. Ich bin jetzt schon hier viel besser. Ha! So viel dazu. Wo müssen wir jetzt lang? Hier müssen wir lang. Okay, rechts, also muss ich nach links. Tja, I'm like a King Kong Dong. Halt, stopp. Du musst da. Ah, nee, das ist Kisten. Also nach links. Okay. Was? Wo? Oh, Scheiße. Nein. Ich spüre die Punkte. Sie hauen mich. Ich muss mir auf mein Rückspiel achten. Wie auch im echten. Da? Ich bin gerade so geflasht. Ich bin gerade so voller Verkühlungsgefühle. Oh, hier ist es aber eher schon eng hier. Leute. Das ist ja hier quasi jungfräulich. Wow. Oh, ja, passt gut. Aha. Geil. Vor allem, wenn du so mit einem Container gegen anderen Container leicht andockst, da würde halt im Echten nie jemand nachfragen. So, das würde nicht mal jemand merken.
so wie die meisten aussehen. Ich meine, guckt euch das an. Guckt mal, wie die Dinger verbeult sind. Das würde nicht mal jemand merken. Ich bräuchte einfach nur nichts sagen. Und schon wüsste keiner, dass ich überhaupt hingekommen bin. So, ne. So unrealistisch das Spiel alles. Aber oh ja, schon eng da hinten. Digga. Wer stellt Container so? Leute, so würden die Container stehen. Auf keinem Frachthof stehen die Container so. Du hast immer Zeilen und Spalten, wo LKWs durchfahren können. Das ist doch bekloppt, ist das. Dass der Motor mal fast ausgeht, Alter. Ein bisschen irritierend. Oh, es wird eng. Ah, ich schaff's. Oh, jetzt habe ich gerade so auf die Rückspiegel geguckt, dass ich den blauen Container da vor mir fast nicht gesehen hätte. Oder fast zu spät. Halt, links, rechts. Wo ist sie lang? Ach, das ist die weiße Linie. Okay, das heißt, ich kann direkt hier lang. Oh boy, das ist geil. Du bist eine Hindernis auf der Straße. Wer weiß. Ja, leider ist das immer. Leider kann man nicht die Geschwindigkeit einstellen, mit der man sich wiedergeben möchte. Du kannst nur sagen, Echtzeit. Wie übel das aussieht, Alter. Ja. Und die TV-Ansicht ist, wie man sieht, ja, voll die beste. Da hat sich nie was geändert, scheinbar. Nächste Aufgabe. Wupp, wupp. Ah. Oh. Ach ja, die. Okay. Die machen wir auf jeden Fall nächste Folge. Das, die ist, glaube ich, ein bisschen länger. Bis dann.